Ein Trauma ist ein vollständig überforderndes Ereignis, auf das wir keine Antwort wissen und das wir in keinerlei Schublade einordnen können. Es ist meistens verbunden mit einer tiefen inneren Überzeugung von, ich schaffe das nicht. Es kann auch durchaus so sein, wenn ich einen Unfall erlebt habe, dass so eine tiefe Überzeugung in mir ist, wie ich sterbe. Und das ist für unser Nervensystem das sind keine guten Sätze für unser Nervensystem. Wie wir damit umgehen können und wie wir das verarbeiten können, das hat auch ganz viel damit zu tun, wie viele Verarbeitungsmöglichkeiten wir haben. Das heißt also, wie viel wir schon erlebt haben, wie viele traumatische Belastungen auch im Vorfeld schon passiert sind. Damit hat das auch ganz viel zu tun. Und mit unserer Resilienz, das ist ja heute ein Wort, was immer wieder auch zu hören ist, also mit unserer Fähigkeit, mit unserer Widerstandskraft, mit Situationen ohne große Schädigungen umgehen zu können. Es können durch eine traumatische Belastung viele körperliche und seelische Symptome auch auftauchen. Und wir wollen uns nicht an dieses belastende Ereignis erinnern. Deswegen machen wir es ganz häufig so, dass wir das Ereignis von uns wegtun. Also es ist fast so, als würden wir das in eine Schutzhülle tun, wie in einen Kokon. Und wir sagen, es ist außerhalb von uns. Wir wollen damit nichts mehr zu tun haben. Dadurch haben wir aber das Problem, dass wir es nicht mehr verarbeiten können. Und wenn wir in Stress geraten, was ja häufig der Fall ist, dann kann es sein, dass Dinge, die uns daran erinnern, sei es ein Geruch, ein Bild oder ein Geräusch, uns wieder mit dieser Situation in Kontakt bringen. Und zwar so, wie in dem Moment, als es passiert ist. Das heißt, es ist sehr, sehr wichtig, dass wir letztlich und endlich dieses Ereignis auch einmal verarbeiten. Unser Nervensystem braucht eine Art Happy End. In der Traumaarbeit ist es sehr wichtig, das, was verkapselt war, wieder zurückzuholen in die Gegenwart und dann die Erfahrung machen zu können, dass wir in Sicherheit sind und dass es vorbei ist. Wir wissen ja, dass Körper und Seele absolut nicht zu trennen sind. Und ein traumatisches Ereignis beeinflusst sowohl den Körper als auch die Seele. Das heißt, insofern müssen wir auf beiden Ebenen das Trauma bearbeiten. Also wir machen eine Kombination aus bilateraler Stimulation, das heißt also eine Rechts-Links-Stimulation, und kombinieren das mit körperorientierten Methoden. Das heißt, der erste Schritt ist, dass die Klienten lernen können, sich selber zu beruhigen, dass sie in der Lage sind, den Parasympathikus, unser Nervensystem hat zwei Gegenspieler, den Sympathikus und den Parasympathikus, aktivieren zu können. Wir nennen den auch den Ruhenerv. Und es ist wichtig, dass ich nicht mit einer zu großen Aufregung in die Verarbeitung von einem Trauma gehe. Das kann man sich so vorstellen, wenn ich schon mit 40 Grad Fieber in so eine Situation gehe, dann gibt es nicht mehr die Möglichkeit, dass es noch nach oben ausschlagen kann. Wenn ich aber in so einer leichten Aufregung bin, so wie 37 Grad erhöhte Temperatur, dann kann ich auch noch mit Emotionen, die vielleicht mal ein bisschen stärker werden und dann wieder runtergehen, gut umgehen. Gerda Beusen hat damals schon gesagt, dass wir dringend ein Happy End im Körper brauchen. Und das ist insofern so grandios, weil das schon vor 40 Jahren zu lesen war und die moderne Traumaarbeit das heute auch aufgreift und es in die Methoden einbaut. Es ist total wichtig, dass wir eine positive Kognition haben. Das heißt, was ich vorhin gesagt habe, diesen Satz, den wir innerlich spüren, dieses Ich schaffe es nicht oder sogar Ich sterbe, es ist ganz wichtig, dass wir den austauschen durch einen Satz, auch wenn wir ihn am Anfang noch gar nicht glauben können, der eine positive Orientierung hat. Das heißt, es könnte so etwas sein wie Ich kann diese Situation bewältigen, ich lebe. Die bilaterale Stimulation, die wir verwenden, das sind zum Teil Augenbewegungen, wie man sie auch aus dem EMDR kennt. Und es ist auch die Möglichkeit, das Tapping einzusetzen, dass man praktisch auf den Oberschenkeln oder
Es gibt auch solche Möglichkeiten, wie man bilateral stimulieren kann. Oder auch wir arbeiten mit einer Musik, die im Kopfhörer langsam von rechts nach links geht. Und etwa in einem Tempo von 60, was ja auch den Ruhepuls wiederum trifft. Das heißt, auch hier versuchen wir gleich am Anfang eine Ruhe zu aktivieren und den Parasympathikus wieder zu aktivieren. Also es geht darum, die rechte und die linke Gehirnhälfte zu harmonisieren. Deswegen ist bilaterale Stimulation sehr unterstützend und hilfreich. Nimm dir einfach Papier und Stifte in die Hand und dann stell dir eine Situation vor, die du einmal erlebt hast. Das kann als Kind gewesen sein, aber nimm bitte nicht das Trauma deines Lebens, sondern eine Situation, wo du vielleicht ein paar Bonbons geklaut hast aus dem Kiosk und die zurückgeben musstest oder wo du vor der Klasse gestanden hast und eine Matheaufgabe erklären solltest, die du einfach nicht erklären konntest. Und dann nimm deinen Zettel und schreibe auf, wie du heute als Erwachsene, was du sagen würdest, was Fähigkeiten von dir sind, und schreibe 3 Fähigkeiten auf diesen Zettel. Lege den Zettel dann gut sichtbar vor dich hin. Und wenn du magst, kannst du noch einmal in diese Situation zurückgehen, sie dir vorstellen. Du kannst auch, wenn du möchtest, die Augen schließen dabei. Und du kannst ganz langsam mit der rechten und der linken Hand immer abwechselnd auf deinen Oberschenkeln stimulieren und dir die Situation jetzt noch einmal als Erwachsene vorstellen. Mit deinen 3 Fähigkeiten, die du dir auf den Zettel geschrieben hast, gehst du in die Situation hinein und beobachtest, wie es sich jetzt anfühlt. Wenn du wahrnimmst, dass sich etwas verändert hast, dann kannst du reinspüren, wo im Körper du das wahrnimmst, wie belastend du die Situation jetzt erlebst und kannst dann ruhig auch aufschreiben, wie du dich jetzt wahrnimmst und fühlst und was du jetzt in diesem Moment über dich denkst.